herzlich willkommen zurück zu Metal Gear Solid Peace Walker. Natürlich befinden wir uns wieder auf unserer Mother Base, die gerade wieder ein bisschen bebaut wird. So, ein paar kleine Infos. Ich habe gesehen in den letzten paar Aufnahmen, dass das Bild rechts ein bisschen, es war nicht abgeschnitten, es war halt nicht da. Das lag einfach daran, man kann hier in dem Spiel die Bildschirmgröße einstellen. Ich habe es halt so angepasst, dass es auf meinen Fernseher passt. Und das war natürlich blöd, weil die TV-Karte anders aufnimmt als dieser Fernseher. Jetzt müsste es hoffentlich behoben sein, falls nicht, dann kann ich es auch nicht anders machen, denn es geht nicht anders. So, wir haben ja noch gar nicht zugeteilt hier. Was soll denn das? Schweinerei. So. Auf jeden Fall freue ich mich heute auf die heutige Aufnahme, denn ich hatte bis vor einer halben Stunde gerade meine praktische Fahrprüfung und habe sie erfolgreich bestanden. Yay! Bin jetzt ziemlich happy und damit ich mich auch ein bisschen wieder kriege, gucken wir doch einfach mal, wie es gerade hier mit dem Spiel aussieht. So. Wir haben hier optionale Teile. Wir haben eine Railgun. Aber noch kein Metal Gear. Den müssen wir noch irgendwie zusammenbauen. Ja, was ist denn das letzte Mal in der Story passiert? Ich glaube, wir haben gegen die Chrysalis gekämpft, ne? Und jetzt sind wir ja auf dem Weg zum Stützpunkt, wo ja der Peace Walker stehen soll, um ihn aufzuhalten. Genau. Kampf gegen die Chrysalis war das letzte. Vollen Rettungseinsatz haben wir noch nicht gemacht. Ja, wir Hubschrauberkampf. Komm, wir machen die drei Special Ops heute und dann begeben wir uns zur Minenbasis. Also, folgenden Rettungseinsatz. Rennen Sie mit Hilfe des folgenden Rettungssystems den Forscher, der im Sortierschummen banal Fruto de Oro festgehalten wird. Let's get this mission started. Complete the mission and proceed to the Fulton Recovery Point, so we can get you back alive and well. Good luck out there. Okay. Ach, ich habe ja noch meine Kette an. Ich habe nämlich mir eine Foxhound-Kette gekauft, die habe ich sogar noch an. Ich weiß gar nicht, gibt es da schon Foxhound? Ich bin mir gar nicht so sicher. So, wir brauchen Fulton. Ja komm, dann wechseln wir wieder zurück zu unserer Standard-Ding M16 und MK22. Tu mal die Düppel weg, die braucht man nicht unbedingt und tun wieder Schockgranate rein. Ja. So, los geht's. Retten wir den Forscher. Nach dem Ladebildschirm. Der Ladebildschirm sieht voll cool aus. Da ist er. Okay. Your current objective is to retrieve the researchers. Ach Gott, ich muss mich noch an die Steuerung wieder gewöhnen. So, schlaf gut. Das Problem, was ich jetzt habe, weil ich ja jetzt das Bild verstellt habe, sehe ich jetzt ein paar meiner Anzeigen hier gar nicht mehr voll. Nein. Alter, das gibt's doch nicht. Ich dachte, ich könnte da durchschießen. Was macht er? Rennt er jetzt zu mir? Das wäre natürlich gut. Dann könnte ich nämlich ausschalten. Ey, weck den nicht auf. So. Alle schlafen. Nehmen wir sie auch mit. So, dann. Bye-bye. Alter, die Steuerung. Sorry, ich habe zu viel anderes gespielt. So, das war er. Ach so, okay. Die beste Idee, um abzuhauen. Apropos Metal Gear Solid, es ist zwar schon ein bisschen her, hab's aber bis jetzt noch gar nicht angesprochen. Bin dazu irgendwie nicht gekommen oder hab's die ganze Zeit vergessen. Ach ja, ein S-Rang, warum nicht? So, Hobbyzeitschrift-Layout, okay. Nämlich, es wurde von, ich weiß nicht, ob es Kojima selber war, aber auf jeden Fall wurde angekündigt, dass Metal Gear Solid Ground Zeroes
Im Frühjahr 2014, also der Prolog von Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain rauskommen soll, der Prolog, Ground Zeroes. Wir werden uns natürlich sofort ranmachen, wenn dieser kommt. Ein neues Objekt wurde entwickelt, 2er Karton Rang 2, erhöhte Haltbarkeit. Okay, Zeitschrift super. Kampfhandlungen werden beendet. Perfecto Mundo. Komm, wir machen zuerst die Auftrag-Ops. Wir müssen ja die Ergebnisse nicht mehr angucken, ganz ehrlich. Das ist ja eh immer dasselbe. Oh. Oh, da ist jemand verwundet. Team Bravo. Nein! Sie sind gestorben. Ach du Scheiße. Haben wir gewonnen? Wir haben gewonnen. So, den tun wir mal wieder raus. Ja, gegen die können wir eigentlich unsere Kampfeinheit stellen, weil die haben selber keinen Mech. Komm, wir tun den Panzer einfach mal mit dazu. Der hat nur 5% abgezogen. Das passt schon. Bei den anderen warte ich lieber nochmal. So, Personal. F und I. Kantine, Kantine. Also Essen haben wir eigentlich immer vorrätig. 0 Kalorien-Limo. Rang 2 kann entwickelt werden. Ach du Scheiße, wir können ja noch sehr viel hier machen. Karl, was? C. Gustav? Karl Gustav. Doch, an dich erinnere mich. Dich konnte man, glaube ich, nach dem Chrysalis-Kampf entwickeln. Tragbar rückschusslose reaktive Panzerbüchse. Hohe anfängliche Gegenschussgeschwindigkeit. Ach, guck mal, der Killerstar 10 ist jetzt online. Verstehe. Wenn ich mich recht entsinne, ist es einer, der wirklich fortlaufend Kommentare unter meine Videos gepackt hat. Ich weiß aber nicht, ob er selber Metal Gear Solid Peace Walker hat. Sonst könnte man mit ihm vielleicht mal Koops machen. Komm, die entwickeln wir. Für den nächsten Panzerkampf wird die ziemlich gut sein, vermutlich. Ein Scharfschützengewehr könnte man natürlich auch immer brauchen. Die machen wir. Eine Schrot. Die machen wir. Und jetzt haben wir kein Geld mehr, ne? Ja. Obwohl, wir können eine Zeitschrift entwickeln. Warum auch nicht? Die Rationen können wir... Scheiße. Okay, als nächstes machen wir die Ration. So. Habe ich sonst noch irgendwas zu tun? Nö, ne? Dann gehen wir weiter. Wir haben noch 2 Special Ops vor uns. Mal gucken, ob diese Karl Gustav fertig ist, bis wir gegen den Heli kämpfen müssen. Das wäre natürlich richtig gut. Weil die hatten Wumms drauf. Das habe ich gerade eben in der Anzeige gesehen. Kidnapper ausschalten. Schalten Sie alle Kidnapper aus, die in dem bezeichneten Gebiet des Nebelwalds im Zentral Heredia patrouillieren. Let's get this mission started. Ja, das ist dasselbe, was du immer sagst. So, Einsatzvorbereitung. Die Kidnapper. Ach so, ja, die Cypher-Dinger. Dann brauchen wir schon ein bisschen was Bummiges. Haben wir ein Maschinengewehr? Ja. PKM oder M60? PKM. Ja, das passt schon. Schild haben wir auch dabei. Von hinten können sie uns dann wenigstens nicht auflungern. Jetzt mal gucken. Wir sehen sie jetzt gleich. Da ist doch schon der erste. Oh, guck mal, ein MG. Nö. Yeah. Ja, komm dann. Warum nicht? So, das war der erste. 40! Ach du Scheiße. Da haben wir ein bisschen was vor uns. Ich hoffe, es macht euch übrigens nichts aus, dass ich vielleicht ein bisschen ruhiger dieses Mal werde. Oder ein bisschen krächziger mich klinge. Ja, kann man schon so sagen. Ich habe nämlich ziemlich stark, obwohl, ja, es geht, ich habe Halsschmerzen. Deswegen sollte ich vielleicht ein bisschen meine Stimme schonen. Sonst ist natürlich blöd. Alter, wie viele. Ah.
kein Problem für uns. Nur noch der? Der soll mal ruhig kommen. Der soll mal... Ah. Eine PM? Cool. Eine Cop? Wo ist er denn? Warte. Hey. Nein. Hey. Nee, es bringt nichts, ne? Uah. Ich guck grad noch mal, ob es noch mal so ein Geheimdokument oder so gibt. Ach, ich darf hier gar nicht rüber. Ist ja scheiße. Wo? Da. So, Lele, das waren die Kidnapper. Ach, kein Problem. Und wir haben sogar eine PM mitgenommen, also die Dokumente für die PM. Das ist, glaube ich, eine Pistole, ne? PM-Pistole? Ja, ich glaube, das war eine Pistole. Es rangt. Eine Uniform Kriegsgefangener. Ist aber nur für Versus, ob sie nicht gerade noch so gelesen hat. Mutterbase. Deine Mutterbase. M1911A1 Rang 2. Granate Rang 2. Zeitschrift Super Rang 1. PM. Ja, ist eine Pistole. So. Hab ich Team Alpha losgeschickt? Nö. Ich bin auch ein Held. So. Jetzt sind sie nämlich erst los. Supi. Ration. So. Und falls wir jetzt noch irgendwas können. Im Moment können wir nur diese Limo. So, wir geben unser Geld komplett aus. Alter, diese Kette. Ich meine, ich finde sie toll und so, aber es nervt halt ein bisschen, wenn die hier so rumruckelt. Warte mal, ich versuche sie mir gerade mal auszuziehen. Alter, na, ich bin so ein Idiot. Ich habe natürlich... So, ich höre jetzt gerade gar keinen Sound, weil ich nämlich Kopfhörer auf habe und die habe ich jetzt gerade abgelegt, damit ich die Kette auch ablegen kann. So, bin gleich da. Ich gehe schon mal runter zum Hubschrauberkampf. Commencing mission. You're in for some heavy combat with this one. Try and make it back in one piece. So, jetzt liegt sie weg. Ein Hubi-Kampf. Was braucht man denn für einen Hubi-Kampf? Ja, was natürlich klar ist, ist sowas hier. Eine 543. Sollen wir die mal nehmen? So, und was noch? Machen wir mal die M60. Sonst noch was? Nachschubmarke Hammer. Umgebungsanzeige Folgen. Das müsste eigentlich so passen. Ne? Machen wir es mal. Ach, hier. Hab gedacht, nochmal im Wald. Aber wir sind da, wo wir gegen das Panzerfahrzeug gekämpft haben.
Okay, los geht's. Boah, ich weiß nicht, ich mag irgendwie diese Hubi-Kämpfe und die Mac-Kämpfe. Alter, was ist das denn? Ach, mit Zielanpeilung. Feuer! Oh, jetzt gucken sie aber. Und er hat mich gesehen. Das dachte ich mir eigentlich schon. Ist ja scheißegal. So, ihr kommt auch von mir aus. Ich darf nicht zu laut reden, das habe ich nämlich schon gemerkt. Das ist nicht so was. Alter, geht's noch? So, das war er. Komm. Legt euch doch einfach hin. Wie, du lebst noch. Nun konnte ich nicht mehr rennen. Alter, das ist ein Bomber. Achso, stand ja auch drüben, ich Idiot. Da stand Bomber. Ja? Spawnen die schon wieder? Ja. So. Das war der Helm. Das war er. Alter, dass das Gebiet noch steht, wundert mich eigentlich. Hauptsache, er greift nicht irgendwann mit Atombomben an. Das wäre mir eigentlich ein riesiger Wunsch, dass er das in bitte lässt. Danke. Ja, wie gesagt, MSF wird immer noch ausgebaut. Und das war jetzt gerade sehr knapp, habe ich irgendwie das Gefühl. Er will nicht. Ach so, er steht wieder auf. Will jetzt aber nicht mehr. So. Ach, er hat auch noch ein Gewehr. Also der Heli meine ich gerade. Aha. Muni leer. Nee, ich habe noch eins. So. Ihn tötet man jetzt, das ist jetzt auch egal. So, jetzt heißt nur noch du und ich, mein Freund. So. Ja, ja, ich kämpfe ja schon. Sie braucht keine Zielpeilung, bin auch so ganz gut. Scheiße. Okay, nochmal. Ich glaube, das ist mein neues Lieblingsgewehr. So. Ah, guck mal, da ist er schon. Natürlich. Wenn er mal ruhig bleibt. Pass mal auf. Mein Freund. Schöne Landung. Und danke für den Heli. Er wird ein neues Maskottchen der MSF. Hoffentlich. Man weiß es nicht. Er wird hoffentlich gute Dienste leisten. Ein Bomber. Ey, du bist voll die Bombe. Nee, irgendwie hieß es doch mal so. Ich weiß es nicht. Ich bin kein guter Mensch, der Leute anmachen kann. Das ist nicht so meins. So, PM. Karl Gustav, jetzt ist er fertig. Achso, ja. Die haben wir ja alle verwundet mitgeschickt. Naja, kann passieren. So. Na, guck mal, da Robin. Den können wir da reinstecken. Outer Ops müsste jetzt fertig sein. Ja. Und eine Rettungskiste. Eine Rettungskiste? Na guck mal, die haben sogar einen Bomber drin. Ich glaube, das ist sogar dasselbe Modell, wo wir gerade geholt haben. Wie lange bleiben die denn im Krankenhaus? Ach, Amanda ist immer noch da drin. Mädel, werd gesund. So, der geht noch in den Bau. Ja. Alter, die... Weißt du, wir flicken sie immerhin zusammen. So, Motherbase-Daten. Kommandozentrale. Ich guck gerade nur ein bisschen.
Ja, wir haben eine gute Moral. Die Mädchen sind mal wieder unterdrückt. Ja. Zwei Helis haben wir. Cool. So, Dele. Dann machen wir jetzt weiter mit der Hauptstory. Begeben Sie sich zur Minenbasis. Snake, the Peace Walker platform and AI have been shipped to the final testing base. Once assembled, it's only a matter of time before they launch the nukes. Hurry! Keine Sorge, Katz. Sag mal eine Nachricht. Sollen wir kurz gucken? Komm. Ist doch jetzt auch egal. Wir gucken mal kurz, was er so schreibt. Er spielt Call of Duty Ghosts. Das habe ich noch gar nicht. Das wollte ich mir eigentlich holen. Hey. Ja. So. Ja. Ein netter kleiner Kerl, ne? Ich wollte mir Ghosts eigentlich holen, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, weil ich gerade immer noch dabei bin, versuche mal 3D World zu sparen. Da das ja dann das nächste Projekt sein wird. Wahrscheinlich parallel zu dem hier laufend, aber ihr wisst ja, was ich meine. Ach, guck mal, ein Schleichanzug. Naja, aber so gut. Beton, ja, okay. Sieht aber witzig aus. Yay. Stealth. Oh. Survival. Ach, das ist ein neues Ausrüstungskit. Spezialanzug, hoher Tandex in diversen Umgebungen beim Bewegen. Schnellere Lebenswiederherstellung, aber geringere Munitionskapazität der Hauptwaffe. Für Schleichfans. Ja, aber. Sorry. Ich bin nicht irgendwo drin. Hier, das brauche ich. Was brauche ich? Ja, Dschungelsumpf, Ruinen, das ist ganz okay. Na, los geht's. Hä? Was war denn das? Kapitel 3. Eine neugeborene Nation. How's the horse doing? Not too bad. You'd never know he was over 20 years old. He was hers after all. Seems like some part of her became a part of him. 21.09.1974, Minenbasis Osteridia. The platform and the cerebral AI are supposed to be assembled at an underground base disguised as a mine. If my guess is right, both of them have already arrived and are being readied for final testing. Destroying the platform will be difficult. I suggest getting up close and destroying the AI instead. Whatever you do, I'm begging you, don't let my Peace Walker launch a nuke. Hurry, Snake! Okay. Ach, da sind wir. Das ist ja cool. Jetzt sind wir doch tatsächlich mit dem Pferd von The Boss geritten. Süß. Weißt du, dann müssen wir wenigstens nicht dauernd mit dem Heli fliegen. Peace Walkers in a base due west of your current position. Move out. Ja, jetzt warte doch mal. Kenn mich hier gar nicht aus. Ach, die Dreckskerle haben Helme auf. Arschloch. So. Gehen wir einfach mal hier hoch. Ist das eine neue Tarnung? Genau. Ach, guck mal, hier ist noch einer. Da sehe ich noch einen. Erwischt. Jawohl. Hey, ich bin guter Schütze. Ja. Die Frage ist, wie komme ich denn da rüber? Ich hoffe, der sieht mich jetzt hier nicht auf dem Dach rumhopfen. Soll ich? They've okayed the request for supporting fire. It should commence any second now. Oh.
Geil. Eine Explosion. Und alle sind eingeschlafen dabei. Geil. Schön. So. Hallo. Kann ich da drauf? Oh. Ja, jetzt ist es kaputt. Fulton Recovery Subject confirmed on board helicopter. Hallo. Oh, all right. Das Gute ist, jetzt ist natürlich niemand mehr da. Jetzt das wissen wir jetzt auf jeden Fall. Wir haben ja gerade ein bisschen Lärm gemacht. So, die Frage ist, ich möchte natürlich noch da hochkommen. Wenn ich wenigstens wüsste, wie ich auf das so vielleicht. So. Jetzt einfach hier hoch. Dann so. Dann hier runter und dann so. Haha. Wow. Wow. Das war ja sehr produktiv. Mal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Fulton Recovery Subject confirmed on board helicopter. Hier ist irgendwo jemand gefangen. Frage ist wo. Auf dem Dach? Gucken wir mal. West Snake. West. Ja, jetzt warte doch mal. Hopp. Hopp. Achso, da kann ich gar nicht. Ach, da. Alter, wie soll ich denn da hinkommen? Hopp. So nicht. Gehen wir mal hoch. Ja, schöne Scheiße. Wie komm ich denn da hoch? So ja auch nicht, oder? Obwohl doch, warte mal. Warte mal. Ich sehe doch. Das müsste klappen. Warte. Gleich sind wir drüben. Gleich geschafft. Hallo. Wie haben die denn denn... Wahrscheinlich haben sie ihn einfach rübergeworfen. Aber da können sie doch... Ja, okay. Runterrollen wäre jetzt nicht die beste Option, aber... Ja, ich weiß. Oh, oh, Alter, erschreck mich doch nicht so. Voll in Arsch. Du bist recht gut. You were pretty good. So, wie komme ich zu dir da hoch? So, vielleicht. Ich nehme ihn mit. So. Perfekto. Upsi. Ah, jetzt. Ja. Ach, guck mal, da hinten ist er doch, oder? Bergbaugrube. Okay, er geht gerade runter. Vielleicht schaffen wir es noch. Ich weiß es nicht. Wenn wir viel Glück haben und schnell sind. Das war ja nix. Oh oh. Och. Ey, dafür hätte ich jetzt keine Vorbereitungszeit gebraucht. Obwohl, dann kann ich vielleicht doch mal auf Scharfschütze stellen. Wahrscheinlich doch gar nicht so schlecht. Alter, mein Hals bringt mich noch um. Nachdem ich hier fertig aufgenommen habe, mache ich ja schon mal eine Monat lang Pause. Nein. So. Dank der Bemühungen des Personals konnte eine neue Anlage gebaut werden.
Ja, ist ja gut. Oh, warte mal. Hä? Was heißt denn neue Anlage? Obwohl, ja, sie ist größer. Sind es Solarzellen? Die gab es doch damals noch gar nicht. Sieht auf jeden Fall cool aus. Da hinten die Quadrate. Ja, das erinnert mich jetzt aber irgendwie total an die Big Shell. Aber so richtig. Sieht aber cool aus. So. Money, we need money. Seltsam, ich tut's immer erst das Unnötigste entwickeln. Ich meine, komm, er braucht schon C4. Sind Düppelgranaten wahrscheinlich doch ein bisschen besser. Ration wird noch. Okay, Einsatzauswahl.